Circa 360 Besucher und Ehrengäste fanden den Weg an diesem Abend ins König-Albert-Theater. Das Festkonzert anlässlich 20 Jahre Kursächsische Philharmonie war gleichzeitig das Eröffnungskonzert der Kursächsischen Winterträume in Bad Elster. Das Orchester unter der Leitung von Generalmusikdirektor Florian Merz spielte auf historischen Instrumenten der Klassik Werke von Otto Nicolai, Christoph Wolfgang Hilf, Louis Spohr und Felix Mendelssohn Bartholdy. Vor dem Konzert überbrachte der Bürgermeister von Bad Elster, Christoph Flemich, Grußworte. Happy Birthday, Kursachsen. So steht es über dem Programm des heutigen Abends. Ein Geburtstag wird gefeiert in unserem wunderschönen König-Albert-Theater. Dazu möchte ich Sie alle ganz herzlich willkommen heißen, sehr geehrte Damen und Herren. Schirmherrin unseres Festkonzertes ist Frau Professor Sabine Freifrau von Schorlemmer, sächsische Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst. Frau Schorlemmer schrieb in ihrem Grußwort unter anderem Folgendes. Musik spielt in der Kultur- und Festspielstadt Bad Elster seit fast zwei Jahrhunderten eine bedeutende Rolle. Über die Grenzen hinweg gibt es seit jeher einen regen künstlerischen Austausch, welcher besonders die drei großen Musikregionen Böhmen, Bayern und Sachsen miteinander verbindet. Heute ist die Kursächsische Philharmonie, das Orchester der sächsischen Staatsbäder Bad Elster und Bad Brambach, eben dieser großartigen Tradition verpflichtet. Bei ihren Gastspielen im In- und Ausland fungiert sie somit als musikalischer Botschafter und Imageträger für die ganze Musikregion im Herzen Europas. Christoph Flemich in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Trägervereins der Kursächsischen Philharmonie nahm an diesem Abend die Urkunde zur Ernennung der Kursachsen zu Ehrenkünstlern des König-Albert-Theaters entgegen. Generalmusikdirektor Florian Merz hat das Orchester in den 20 Jahren vor allem künstlerisch geprägt. Für ihn bilden Bad Elster und das Orchester eine untrennbare Einheit. Bad Elster ohne Orchester geht gar nicht, denn dieser Ort hat ja zwei Komponenten, die ihn berühmt machen. Zum einen das Gesundheitsthema, zum anderen das musikalische, das kulturelle Thema. Und da spielen die Kursachsen die erste Geige. Die Hauptspielstätte des Klangkörpers ist das König-Albert-Theater. Viele Eigenproduktionen des Orchesters werden hier aufgeführt. Rund ein Drittel der Programme, genau gesagt 40 Vorstellungen im Jahr, spielt die Philharmonie. Was spielen wir für Programme? Wir spielen natürlich die 10 Sinfoniekonzerte, jeden Monat also Klassik pur hier im Königlichen Albert-Theater, aber eben auch Produktionen wie die Johann Strauss-Gala, Musical-Revue, Zauber der Operette, also viele spannende Veranstaltungen, die den Gast einfach interessieren. Aber nicht nur in Bad Elster ist die Philharmonie zu hören. Zusätzlich wirkte das Orchester größtenteils mehrfach in insgesamt 144 Gastspielorten in 10 Staaten, davon in 50 vogtländischen und 27 Konzertorten, unter anderem zum Beispiel in der Frauenkirche in Dresden, als musikalischer Botschafter der Region. Vielleicht geht es demnächst sogar über den großen Teich, orakelt der Generalmusikdirektor. Ein besonderes Merkmal der Philharmonie ist die historische Aufführungspraxis, sprich das Spielen mit historischen Instrumenten. Diese Form begeistert Florian Merz schon seit seiner Jugend und es war der Grund, so sagt er, Dirigent zu werden. Historische Aufführungspraxis heißt, dass wir die Stücke authentisch spielen, sprich wir möchten die Originalsprache dem Publikum nahebringen und ein besonderes Erlebnis am damaligen Zeitgeist auch mitspüren zu lassen. Genau das konnten die Besucher an diesem Abend erleben. Die Philharmonie wurde von einem Solisten begleitet. Der Wahlkölner Anton Steck wirkte jahrelang als Konzertmeister bei einigen der renommiertesten alten Musikensembles, unter anderem bei Concerto Köln und bei Musica Antiqua Köln. Mit seiner klassischen Violine aus dem Jahr 1701 war er die Krönung des Klangkörpers.